on siis 12 miljonit. See on siis lahutatud üldisest piletitulust 2002. aastal, 2012. aastal linnaelanikel saadud piletitulu. Ja ehk siis Tallinna elanikele ühistransport maksab 12 miljonit eurot. Also ein bisschen über die Nummer, was oder die Zahlen, was es angeht. In Tallinn wohnt rund 440.000 Einwohner und es steigt ständig. Der Stadtbudget ist rund 600 Millionen Euro. Und dazu davon 666 Millionen Euro ist für den öffentlichen Nahverkehr gemeint. 12 Millionen Euro würde das kosten für die Einwohner von der Stadt, öffentlicher Nahverkehr zu benutzen. Also das wäre dann die Preis für was von den Fahrkarten einkommen würde. Põhjused lühidalt, miks me seda tegime. Kõige tähtsam oli inimeste ostujõud, sotsiaalmajanduslik põhjus, et võimaldada kõikidele liikuvust. Teiseks oli majanduslik aspekt. Me tahtsime muuta, elavadada tööjõuturgu ja me tahtsime stimuleerida kohalike kaupade teenuste tarbimist. Inimesed käivad rohkem välja sõltuti, nädalavahetusti kasutavad ühistransporti ja kulutavad oma raha. See stimuleerib kohaliku majandust. Ja kolmandaks olid siis keskkonnas aspektid, milleks siis eelkõige on autode arvu vähendamine kesklinnas. Tallinn ei ole suur linn, kuigi ta on suurem kui Erfurt, aga ka Tallinna kesklinna, nagu ka Erfurti kesklinna, nagu ühegi sellise kesklinna ei mahu autode ära. Autosid on alati rohkem. Autode arv oli kesklinnas vaja vähendada ja tasuta ühistransport oli üks alternatiiv sellele. Also würde ich mal jetzt ein bisschen über die Gründe, warum wir das in Tallinn gemacht haben, darüber reden. Erstens war das die Kaufkraft von Menschen. Also das war der sozialwirtschaftliche Grund, Aspekt von der Umsetzung von dieser System in Tallinn. Das zweite war der wirtschaftliche Grund, weil der Arbeitskraft konnte dann mehr mobil sein, beweglich sein und zum also kostenfreier öffentlicher Nahverkehr benutzen, um einkaufen zu gehen, also Dienstleistungen benutzen und so weiter. Also das war für die Wirtschaft zu stimulieren, dafür wurde es gemacht. Und drittes war erst die Umweltsache, dass man wollte, dass es weniger Autos im Zentrum gibt. Das ist genauso wie in jeder größeren Stadt, auch in Erfurt, dass es zu viele Autos im Innenstadt gibt und das wollten wir dann runterbringen. Ja veel üks põhjus on siis näiteks aspekt, mida mõõta on väga raske, aga näiteks ka rahva tervis. Inimesed saavad paremini spordirajatesteni, inimesed saavad paremini haiglateni, apteekideni, arstideni. Selle tulemuseks on, haiglid saab külastada rohkem, see on suur sotsiaalne väärtus. Ja tulemuseks on parem tervis, inimesed liiguvad vähem autodega. Ja need, kes liiguvad ühistranspordiga, kõnnivad rohkem. Jällegi tervislik. Und es gibt noch ein Grund, das, was man nicht so richtig gut messen kann, und das ist der Gesundheit von den Menschen. Dass wenn Leute weniger Autos benutzen, dann bewegen sie sich mehr. Und auch wenn man von zu Hause bis nach Haltestelle und von Haltestelle bis nach Arbeit und zurückkommt, dann bewegt man sich ständig. Und durch diese öffentliche Nahverkehr, das kostenfrei ist, könnte man locker zum Sport, zum Sportveranstaltungen, zum Ärzte, zum Krankenhaus gehen. Also die Leute bewegen sich mehr, sind gesunder und das ist natürlich was man immer will. Nii, ja Tallinnas me tegime seda läbi referendumi. Põhjus referendumi tegemiseks ei olnud huvi saada teada, mida inimesed sellest arvavad. Selleks on võimalik korraldada avaliku arvamuse uuringuid, vaid referendumi tehti sellepärast, et lukustada võimalikult tugevalt poliitiliselt otsus, kuna tasuta ühistransporti ei saa rakendada, ei ole mõistlik rakendada lühikeseks ajaks.
Selleks, et kindlustada seda muutuste vastu linnavolikogus, linnavalitsuses, tehti referendum. See on terve rahva otsus, mida enam, ütleme siis, lihtsad muutused poliitikas, isegi valimised, ei saa kergesti muuta. In Tallinn haben wir das dann mit Referendum gemacht. Das war nicht darum gemacht, dass wir um zu wissen, was die Leute gern hätten, sondern das war, wurde dafür gemacht, dass diese Entscheidung politisch zu schließen sozusagen. Und wenn man so ein Referendum hält, dann ist das schon mit kleiner politischer Entscheidung das schon ein bisschen schwieriger zu ändern. Und das war der Grund, wir wollten das für immer machen, nicht nur für eine kurze Zeit oder bis zum nächsten Mal. Tasuta ühistransport ei ole asi iseeneses, ei ole eraldi muudest poliitikatest, see on kompleksne tegevus, aga ka ühistranspordi korraldamisega otseselt seotud. Kõige tähtsam ettevalmistav samm oli ühistranspordi radade rajamine kesklinna, millega sai kiirendada oluliselt ühistranspordi kiirust, mis on kõige tähtsam, võib-olla teenuse kvaliteedi parameetritest. Samuti viisime sisse reisijate arvestuse, milleks lasime käiku kontaktivaba kaardi. Kõik reisid tuleb valideerida. Ja kolmandaks me tõstsime järgjärgult aga oluliselt parkimise hinda kesklinnas. Ja kõik need sammud olid võimalikud tänu referendumile, mis andis prioriteedi, mis andis mandaadi linnavalitsusele ühistranspordi eelistamiseks. Also so ein kostenfreier Nahverkehrssystem einzuführen, ist nicht einfach, es ist ziemlich komplex. Und dafür haben wir ganz viel vorbereitet, ein Jahr davor. Das wichtigste Schritt war, die Fahrspuren zu verbreiten und zu erlängern, sodass der öffentliche Nahverkehr schneller wird und die Qualität verbessert wird. Das zweite, was wir gemacht haben, haben eine berührungslose Karte eingeführt, dass jeder Einwohner der Stadt hat und dass man immer, wenn man den öffentlichen Nahverkehr benutzt, das validieren muss, also anstatt entwertete Fahrscheinkarte. Und das dritte war, dass wir die Parktarifen im Zentrum stark erhöht haben. Und das war natürlich, was sehr gut geholfen hat, dass die Leute eher Nahverkehr benutzt haben als Autos. Kuidas see rahaliselt võimalik oli? Tallinna elanike arv pärast seda, kui otsustati referendumil ja tasuta ühistranspordi kasuks kohalike elanikele, hakkas kiirelt ja järsult kasvama. Kasvama hakkas maksumaksjate arv. Alates referendumist on Tallinn kasvanud 28 000 elaniku võrra. Need on enamus Tallinna elanikud, kes ei olnud registreeritud, panid ennast kirja, said maksumaksjaks, linna kassa täiendes. Meie konservatiivne hinnang ütleb, et 1000 inimest toob miljon eurot aastas ja kui me meenutame, et tasuta ühistranspordi kulu oli 12 miljonit, siis linnakassa mitte ainult ei katnud. Linnakassas ei ole ainult kaetud tasuta ühistranspordi kulu, vaid tegelikult uute maksumaksete lisandumine on võimaldanud oluliselt suurendada ühistranspordi eelarvet ja parandada selle kvaliteeti kõikides parameetrites. Also wie war das denn finanziell möglich? Nach dem Referendum ist der Anwohnerzahl von Tallinn stark gestiegen. Also der Grund, warum man den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei in Tallinn benutzen kann, ist, dass man angemeldet sein muss in Tallinn. Und dadurch kriegt Tallinn das Steuergeld von der Einkommensteuer, von die Einwohner. Und seit dem Referendum in 2012 sind bis jetzt 28.000 neue Einwohner gekommen. Wie ich vorher schon gesagt habe, das war 12 Millionen Euro, was man von der Fahrscheinkarte, also von der Fahrkarte kriegen kann, einholen kann in der Stadtbudget. Und es wurde ungefähr berechnet, dass pro 1000 Einwohner kriegt statt jährlich 1 Million Euro. Das heißt, es hat sich schon gedoppelt, das, was man eigentlich einkriegt von der Stadtbudget. Das bedeutet, es gibt mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr, das kann man die Qualität verbessern und das wird auch so gemacht.
tulemused. Reisijate arv kasvanud 10%, mis on mõõdukas, võrreldes kohtadega, kus on seda rakendatud Lääne-Euroopas, Prantsusmaal eelkõige, mis on seotud sellega, et meil oli pensionäridele ja noortele, pensionäridele täiesti tasuta, noortele praktiliselt tasuta ka enne, nii et kõige suuremad sõitjate grupid olid ennem juba kaetud, aga endiselt see tulemus on mõõdukas. Mis on oluline, on see, et järsult on muutunud eraautode omandamise trend. Kui Tallinnas ja Harjumaal kasvas varem 10% aastas, autode omandamise tempo oli 10% kasvu aastas, siis 2013. aastal Harjumaal kasvas endise tempoga, Tallinnas kasv peatus ja praegu me isegi jälgime väikest langust. On toimunud trendi muutus autode omandamises. Ilmselt on see, et Tallinnas saab paremini ilma autota. Ilmselt loobutakse perest teisest autost. Ja liiklusmahu poolest kesklinnas saavutasime väikese languse, 6% vähem liiklust, aga kesklinna ümber liiklus siiski kasvas, nii et see on mingil määral soovitud, kesklinnast on liiklust vähemaks jäänud, aga summa summarum, et meie liiklust siiski vähendada ei ole suutnud. Und was sind denn die Resultate? Seit dem Referendum und seit dieser System eingeführt wurde, wurden 10% mehr Leute nutzen öffentlichen Nahverkehr in Tallinn. Und das war schon für Rentner und für Schüler war das umsonst davor, aber jetzt ist es für alle und das zeigt, dass es ein bisschen mehr Leute das benutzen. Also es ist nicht vielleicht so viel, wie man in Frankreich in solche Städte sieht, wo so ein System auch funktioniert, aber es ist immer noch ziemlich gut. Was noch dazu kam, ist, dass in Tallinn haben die Leute entschieden, dass er keine neuen Autos zu kaufen oder das ist 10% jährlich runtergegangen. Also das war vorher, ist es immer gestiegen geworden, jetzt ist es fast gestoppt oder geht man eigentlich mal runter. Rundherum Tallinn, der Landkreis Harju, was ist neben Tallinn, da ist es so gestiegen. Also, aber in Tallinn sieht man, dass Leute vielleicht den zweiten Auto für die Familie nicht mehr kaufen oder das abgegeben haben und eher öffentliche Nahverkehr benutzen. Und das Letzte war, dass im Zentrum ist der Verkehr auch weniger geworden, um 6% weniger geworden, merkt man das. Kummerungszentrum aber ist es gestiegen. Also deswegen sind die Resultate ein bisschen nicht ganz, was man erwartet wurde, hätte, aber Zentrum ist ein bisschen locker geworden, der Verkehr. Tallinn ei võtnud seda ideed, ei mõelnud seda ise välja, kuigi oleks olnud ilus mõelda, et see on meie idee. Seda oli rakendatud enne ja palju kaua enne Prantsusmaal. Need näited on ka seal praegu järjest tegutsevatest linnadest 70 aasta keskpaigast. Ja ka Prantsusmaal praegu Euroopas, Lääne-Euroopas on selgelt kõige rohkem tühistatud linnu. Me võtsime eeskuju ka Poolast. Meiega umbes samal ajal, natuke enne meid on mõned linnad alustanud. Aga meil on ka kindlasti hea meel, et Tallinn on olnud eeskujuks paljudele teistele linnadele tasuta ühistranspordi rakendamiseks. Enamus neist Euroopas, ja võitame nii, et Euroopas on nad kõik Tallinnast väiksemad. Tulemas on Dunkirk, Prantsusmaal, 200 000 elanikuga linn. Ma arvan, et Erfurtile väga hästi võrreldava suurusega, aga nad on kõik Tallinnast väiksemad. Aga maailmas tasuta ühistranspordi linnu on ka Tallinnast palju suuremaid ja näiteks Chengdu Hiinas, kus siis küll mitte täies mahus, aga rakendatakse ka tasuta ühistranspordi kontseptsiooni. Näiteks kella 5-7 hommikul enne hommikust tipptundi on kogu maa peale ühistransport tasuta. Ehk süsteem ei ole ainult metrood. Also Tallinn hat diese Idee natürlich nicht gekriegt. Es wäre schön gewesen, wenn wir die Idee von Anfang an hätten, aber wir hatten Beispiele aus Europa. Und aus Westeuropa ist Frankreich einer von den Staaten, wo es am verbreitetsten benutzt wird, so ein System in mehrere Städte, schon seit Mitte 70er.
Und auch aus Polen haben wir ganz viele kleine Städte gesehen, wo so das System funktioniert. Aber Tallinn ist eine von den größten in Europa, wo das benutzt wird, eine Hauptstadt, wo das benutzt wird und das funktioniert. Demnächst wird in Dunkerque in Frankreich so ein System eingeführt. Dunkerque hat ungefähr 200.000 Einwohner, das ist dann vergleichbar mit Erfurt, würde ich mal sagen. Und das wird dann da eingeführt. Aber wenn man in die Welt rumguckt, dann in China gibt es eine Stadt namens Chengdu und das ist eine 12 Millionen oder 14 Millionen Einwohnerstadt, wo so ein System auch funktioniert. Also nicht für die ganze Linie, also Metro gehört nicht dazu, aber die haben zum Beispiel von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens der Arbeitsverkehr dafür eingeführt, dass es umsonst ist. Alle Linien, die oberhalb der Land sind, also keine Metro gehört dazu. Also da funktioniert es zum Beispiel, das ist eine Megastadt. Ja, und jetzt sind wir 2 Korte Prantsusmaalt ja Poolast, tasuta ühistranspordiga. Aga kokkuvõtteks. Praegu ei ole maailmas tekinud veel universaalselt tasuta ühistranspordi definitsiooni. Selle ulatus, ajaline, ruumiline, sihtgruppide lõikes on erinev. Ühest äärmusest siis, kus ühistransport on tasuta kõigile, piletisüsteemi pole, kuni siis, ütleme siis vastavate kategooriateni. Tallinnas on siis ei ole tasuta ühistransport kõigile, vaid on ainult oma linna elanikele. Ja, aga üks asi on ühine kõikidel tasuta ühistranspordi linnadel, on see, et see aitab lahendada erinevaid ja kompleksselt probleeme ja samas on selge, et see ei lahenda kõiki probleeme, see ei ole kõik võimas. Ja üks ühine joon on veel, et ükskõik, kus seda on rakendatud, eranditult igal pool inimestele see poliitika meeldib. Also zum Schluss würde ich mal sagen, es gibt keine universale Definition für kostenfreier Nahverkehr. Es gibt in Städten manchmal, wo es nur für gewisse Uhrzeiten das benutzt wird oder für gewisse Gruppen von Menschen oder auch gewisse Regionen von der Stadt. Und es kann variieren von ganz kostenfrei für alle, für überall oder nur kleine Bereiche von der Stadt. Aber in Tallinn ist das nur für, dann auch begrenzt, nur für die Leute, die sich angemeldet haben in Tallinn. Und da funktioniert das dann so. Aber was man bei diesen verschiedenen Versionen sehen kann, ist, dass so ein kostenfreier Nahverkehr hilft, Leute mobil zu sein. Und die sind mehr, die können besser zu Veranstaltungen, zu Dienstleistungen gehen, wo was sie brauchen könnten. Und was auch nochmal dazu gehört, ist, dass die Leute, eigentlich egal wo das System eingeführt wurde, dass die Leute da glücklich sind mit dem System. Ja, kindlasti ma ei arva, et Tallinna eeskuju peaks, et isegi, et see oleks võimalik üks-ühele rakendada ükskõikus mujal. Aga kindlasti ma usun, et Tallinna ja teiste tasuta linnade eeskuju võiks olla mõtteaineks nendele, kes näevad liikuvuses probleeme ja võimalusi. Liikumise probleemide lahendamist näevad ka võimalusi arenguks. Also ich würde mal nicht sagen, dass man die Mobilität Antwort, was wir in Tallinn gemacht haben, dass man das 1:1 in jede Stadt einsetzen kann. Aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel für, wie man die Mobilität verbessern könnte in einer Stadt. Danke.